Einen wunderschönen guten Tag, meine Jagdfreunde. Heute treffen wir uns hier wieder mal bei Serhander. Und zwar habe ich heute vor, wieder einen Wettbewerb mitzumachen. Und zwar habe ich drei Tiere, die ich jagen kann. Rothirsch mit dem höchsten Score gewinnt, Wildschwein mit dem höchsten Score gewinnt, Durchschnittsgewicht der größten drei Rehe gewinnt. Also, wir werden da einfach wie schon die andere Zeit einfach auf Rehjagd gehen und Rothirschjagd und einen guten Platz suchen, von wo aus wir gut zugreifen können und so weiter und so fort. Den Revolver haben wir, da haben wir jetzt einmal, dann nochmal Munition mit, aber jetzt erstmal die Anschütz herrichten. Also wir werden ganz normal jagen gehen ohne spezielle Waffen und so. Jo, dann haben wir das und das. Da brauche ich noch einmal 44er noch mitnehmen. Genau. So, Maultierhirsch braucht man nicht. Das braucht man. Halt doch, Wildschwein. Na, braucht man nicht. So, dann das. Den Crawler braucht man nicht. Fasan wollen wir jetzt auch mal nicht mit. Nehmen wir jetzt alles mit, was wir eigentlich brauchen für unsere Jagd oder für die Jagd, was wir jetzt gerade vorhaben. So, und dazu brauchen wir jetzt einen Köder. Ganz einfach. Ja, jetzt mal schauen, wo ist es denn? Maultier, Rehwild. Nehmen wir mal mit den Lockstoff. Dann Rehwild-Lockpfeife. Dann brauchen wir Rothirsch-Lockhorn. Truthahn brauchen wir nicht. Torpedi, Weißedlhirsch brauchen wir nicht. Wildschwein-Lockduft nochmal mit. Und Wildschwein-Lockpfeife. Das sind jetzt die drei Tiere, die wir jetzt jagen werden. Jo, was brauchen wir sonst noch? Eigentlich nichts. Moment, mal schauen. Hirsche, Blöcklockrufe für Hirsche brauchen wir nicht. Gut, ja, dann Zelt haben wir nicht da. Ich werde noch, vielleicht kriegen wir die Möglichkeit, diesmal auf dem Baumsitz. Das ist natürlich jetzt die Überlegung. Ja, machen wir mit. Und Zahnzelt brauchen wir nicht. Gut, ja, ich weiß noch nicht, wie lange wir drin sein werden. Und Geruchsreduzierer brauche ich eigentlich auch nicht. Da habe ich nur 26 Stück. Gut, Munition haben wir auch genüge. Ja, genau. Obwohl, vielleicht sollte man. Obwohl, das passt schon. Gut, okay. So. Hirsch wird gleich mal oben ausgelegt und das war's dann. Gut, dann gehen wir schon mal rein. So, gestartet wird hier. In Hirschfelden natürlich. Komm, machen wir auf. Hier. Und unser, ich würde sagen, unser erster Weg wird jetzt einfach entweder hier runter sein zu dem Hochsitz und einfach hier mal ein bisschen lauern, weil es der nächste ist. Na, einfach mal schauen, was sich so ergibt. Ja. Genau. Hochsitz haben wir den Mobilen auch dabei. Und jetzt auch den Baumsitz. Und es ist wieder so wie die letzten Male, wenn ich einen Wettbewerb mitmache. Ich schalte die Kamera dann wieder ein, wenn ich etwas für die Linse bekomme. Gut, ja, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich ein Wild vor der Flinte habe. Oder gesichtet habe oder sonst irgendetwas. Okay, bis so, dann. Meine Freunde, ich glaube, ich habe den ersten Hirsch im Ding. Also der hat schon gebrüllt und ich habe ihn schon gecrawlt. Ich weiß jetzt nicht, von wo das er genau ist. Ich denke, aus dieser Richtung muss er kommen. Und ja, sobald er da ist oder in Sichtweite ist, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. Okay, meine Freunde, hier bin ich wieder und hier ist unser erster Hirsch. Der ist 70 Meter weg. Es ist noch nicht nah genug für einen sicheren Schuss. Aber er kommt das langsam her.
sieht jetzt sehr groß, also es sieht eigentlich schon sehr groß aus. Oder er sieht sehr groß aus. Und da wir ja heute mit der Anschütz unterwegs sind, kann ich eigentlich, denke ich mal, da steht es ganz still. Jawohl, und ein erster Blattschuss. Gut. Ich werde jetzt die Stelle, weil der doch ein Stück weit weg ist, erstmal mit dem Huntermate markieren. Das ist, wenn man nicht mit dem Huntermate, sondern auf dem Huntermate markieren. Dann werden wir mal langsam runtergehen. Bauen auch gleich unseren Ansitz ab und dann schauen wir uns den Hirsch an. Jetzt bin ich gespannt, ob er welchen Score er hat und auf welchem Platz wir eventuell landen werden. So, jetzt muss er doch hier dann irgendwo sein. Da muss jetzt irgendwo liegen. Ich bin jetzt noch nicht allzu weit gelaufen, gerade mal 150 Meter und habe schon den ersten Hirsch. Das ist echt super. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob er wirklich so riesig ist, wie er ausschaut. Weil vielleicht ist es schon mal ein guter Start in den Morgen. Und jetzt werden wir auch gleich sehen. Ich werde auf alle Fälle wie immer die hintere Spur mitnehmen, damit sich auch im Score etwas tut, am Skill besser gesagt. So, dann nehmen wir mal diese Spur. Lunge, Herz. Echt super. Gut, dann schauen wir uns mal an. 154,297. Ich denke, der ist relativ klein. Und ich bekomme jetzt keine Meldung, was er mir für einen Score gibt. Das ist echt schade. Weiß nicht, woran das liegt. Gut, ja, auf alle Fälle, das war er schon mal. Der erste. Und ich melde mich dann bei der nächsten Begegnung wieder bei euch. Bis dann. So, hallo meine Freunde, da bin ich wieder. Irgendwo ist jetzt ein Tier. Das ist schon verdammt laut. Den Hirsch habe ich auch noch gehört. Und das eine Tier muss von dort oben irgendwo kommen. Man hört ja jetzt die Geräusche der Tiere viel lauter und viel eher. Und die Frage ist halt dann immer, muss ich daran sehr gewöhnen? Also ich weiß jetzt nicht, wo das ist und was es ist. Wir gehen jetzt einfach mal ein paar Schritte zurück und schauen mal, ob wir dann etwas sehen. Also, es ist hier schon was los. Nur, wenn man so Geräusche hört, kann man sie nicht gleich irgendwie zuordnen. Weil man nicht weiß, wie weit dass das Tier jetzt wirklich weg ist. Gut, falls ich was tut, melde ich mich dann wieder.
Bis dann. Ja, es kommt wieder ein Hirsch hier unten auf der Straße und der schaut natürlich noch einiges größer aus wie der letzte, den wir hatten. Boah, der hat einen riesen Geweih. Und das wird jetzt unser nächster. Der muss nur mal ganz kurz, jetzt steht er und dann holen wir uns. Jawoll, schön. So. Auf alle Fälle bewegt sich hier immer noch irgendetwas. Ich höre immer wieder irgendwelche Geräusche. So, dann packen wir auf alle Fälle jetzt erstmal das schon mal zusammen. Und dann holen wir uns unseren Hirsch. Da unten liegt er. Noch nicht mal 500 Meter gelaufen und schon zweiten Hirschen, das ist echt super. Also wow, ich pack's nicht. Also das ist genial. Gestern musste ich wieder ewig lange warten und heute geht das ruckzuck. Das ist echt super. So, der andere hatte 154. Jetzt schauen wir mal gleich mal, was der hat. Weil der schaut ja viel, viel größer aus. So, da machen wir es auf alle Fälle auch wieder so. Was ist jetzt los? Naja, gut, okay. Zurück und was ist jetzt los? Hallo, was ist da los? Dann kann ich den nicht aufnehmen. Ist verpackt oder wie? Nein! Bitte nicht verpackt. Jetzt, ja. Gut. Wow, 217. 217,7 Kilo. Der Score 215. Geil. 200. Das schreibe ich mir jetzt mal mit auf, dass ich dann weiß, ob ich das nächste Mal dann was Größeres erwische. Aber ich bekomme, das ist eigentlich voll verpackt. Schade. Aber riesig. Ja, super. Gut. Jo, dann gehen wir weiter und ich bekomme aber keine Meldung, auf welchem Platz ich gerade stehe. Das ist irgendwie auch nicht, also verstehe ich nicht. Aber naja, so 215, großes Tier. Ja, und sobald sich wieder was tut, melde ich mich. Bis dann. So, ich bin jetzt hier angekommen, wo ich hin wollte. In dem Hochsitz und werde jetzt einfach hier mal die nächste Zeit verbringen und abwarten, ob irgendein Tier erscheint und mir vor die Flinte rennt oder läuft oder was auch immer. Und ich werde euch natürlich dann wieder dazu holen, wenn ich etwas entdeckt habe. Und bis dorthin, ja, wünsche mir Glück. Bis dann. Okay, ich habe hier jetzt eine Rothirsch weiblich. Das bringt natürlich nicht viel, aber jetzt hat sich trotzdem noch mal einer gemeldet und den rufen wir jetzt auch mal. Gut, ich werde wahrscheinlich die weiblichen, die bringen mir eh nicht viel. Muss da sein. Also hier oben, aber es sind nur weibliche, so wie es aussieht. Bis jetzt. Ja, nur weiblich. Also im Moment bringen mir die wenig, denn die sind ja nicht. Die Geräusche sind ab und zu ein bisschen zu übertrieben, weil die einen ganz schön konfus machen können. Aber naja, was soll man machen? Die sind jetzt nun mal da. So, hier ist das Weibchen.
Aber sobald sich was anderes ergibt, melde ich mich wieder. Bis dann. So, im Moment tut sich hier rein gar nichts. Deswegen werde ich mich zurückporten und dann werde ich mal in diese Richtung hochgehen. Mal schauen, was sich dann hier in diesem Gebiet so ergibt. Und zurückporten, das geht natürlich ganz einfach. Einfach Jagd unterbrechen und zur nächstgelegenen Lodge zurückkehren. Weiter. Gut, ich bin jetzt hier an der Lounge und sobald sich natürlich dann wieder etwas tut, melde ich mich wieder. Bis dann. So, ich habe jetzt den Ruf eines Wildschweines vernommen. Männlich, weiblich weiß ich leider noch nicht. Kommt aus dieser Richtung und ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal ein bisschen ab, was passiert. Und wenn die Wildschweine hier auftauchen, dann, wenn sie in Sichtweite sind, melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wir haben eine ganze Horde mit Wildschweinen hier. Das Problem ist, ich weiß halt jetzt noch nicht, welches wirklich schwer ist. Das sind hauptsächlich Weibchen. Und ich kann jetzt noch nicht bestimmen, wer wirklich der schwerste ist von denen und welches ich eigentlich schießen werde. Sind drei Weibchen. Ich nehme an, dass das hier das größte ist. Leider ist mein Skill noch nicht so hoch, dass ich bestimmen kann, welches das schwerste ist. Jo, ich bin jetzt am Überlegen, mit welcher Waffe, aber ich glaube, ich nehme die Anschütz und werde das hier aufs Korn nehmen. Da vorne liegt es. Okay, ich habe es. Aber irgendwo habe ich jetzt noch mal was gehört. Vielleicht sind es immer noch Geräusche, die was danach kommen. Aber irgendwie machen mich die neuen Geräusche irgendwie konfus. Ja, wir bauen jetzt einfach unseren Hochsitz ab und schauen uns das Wildschwein an. Die anderen sind natürlich abgehauen. War ja klar. Die Spuren nehmen wir wieder mit, dass sich das Skill erhöht. Lunge Herz. Also wieder ein guter Schuss. Gut. Schweinchen dran. Ich hoffe, dass es einen guten Score hat. Groß aussehen tut es. Wow. Ja. Okay, 294,873 W. Das ist natürlich schon recht ordentlich, würde ich mal sagen. Jo, und wir ziehen einfach weiter und sobald ich an dem Hochsitz bin, wo ich eigentlich hin wollte, so melde ich mich wieder. Bis dann. So, ich bin jetzt an diesem Hochsitz angekommen
und werde jetzt einfach mal ein bisschen warten. Wildschwein habe ich schon wieder gehört und auch gecallt. Das war ungefähr da, wo jetzt Bäume anfangen in diese Richtung. Und ja, einfach mal abwarten, was passiert. Und ein Reh habe ich hier auch schon eine Spur entdeckt, aber ich möchte jetzt weniger den Rehe folgen, sondern vielmehr immer versuchen, an einem Ort zu bleiben und erstmal zu schauen, was so passiert. Gut, ja, ich melde mich auf alle Fälle, sobald sich was rührt. Und ja, bis nachher. So Leute, da bin ich wieder. So wie es ausschaut, tut sich hier nichts mehr. Deswegen würde ich jetzt diese Aufnahme auch beenden. Wir sehen uns halt dann beim nächsten Wettbewerb wieder. Wann ich den mache, weiß ich noch nicht. Ach, jetzt meldet sich was. Ja, aber dennoch, ich mache jetzt für heute Feierabend. Jo, danke fürs Zuschauen und tschüss.